Shalom Aleichem. Dem 2. August 1878 ist gestorben einer von den getreisten Kämpfern für Jiddisch, Yehoshua Mordkhe Lifshitz. Ist geboren geworden im Jahr 1829 in Berditschew. Sich gelernt in Cheder, dennoch studiert Mathematik, Physik und Chemie. Schon in den 50er Jahren von 19. Jahrhundert hat Lifshitz ungeheben Spielen eine Rolle in den jiddischen aufgeklärten Kreisen von Berditschew. Europäisch gebildet, ein Kenner von Russisch, Deutsch und Französisch, ist gewesen zwischen den einzigen Maskilim in seiner Zeit mit der Stellung zu der jiddischen Sprache, zu dem Problem von der jiddischen Aufklärung Bichlal. In 1867 hat er zugegräht zum Drick ein jiddisch-deutsch und deutsch-jiddisch-Wörterbuch. Aber die Zeit ist schon nicht gewöhnt passig dazu. Die Sprache von den Maskilim in Russland ist zu jener Zeit gewöhnt Russisch. Nimmt er sich zu der Arbeit und in 1869 erscheint in Jitomer sein russisch-jiddischer Wörterbuch von 360 Seiten. Nicht gering ist ihm umgekommen ein rauszulassendes Wörterbuch, weil zu viele Störungen hat er gemisst geübert sein, mit Zeit die Gegner von Mameluschen. In 1874 ist in Jitomer erschienen die zweite, verbesserte Auflage von seinem russisch-jiddischen Wörterbuch. Die dritte, schon noch sein Tod in Kiew, in 1881 und die vierte wieder in Jitomer mit 5 Jahren später. Etliche Jahre vor dem Tod ist Lifshitz paralysiert geworden, aber von deswegen nicht herausgelassen die Pen von der Hand in Mamscher gewesen seine schreiberische Tätigkeit. Yehoshua Mordkhe Lifshitz ist gestorben in seinem Heimstut. In es Mikaber geworden zwischen die ungesehene Maskilen von Berditschew. Dem 3. August 1896 ist in dem Städtel Sobkowitsch, Ukraine, geboren geworden der künftige jiddische Poet Yankev-Yitskhok Segal. Hat gestammt von einer lamdischen Iches, aber sehr früh verloren dem Taten und hat sich erzeugen unter der Aschguche von der Mütter, wo es gewinnt sehr urem. Später ist Segal herübergefahren in Koretz, Wolin, und dort sich gelernt in Chedurim und Talmud Teure. In 1911 hat Segal ausgewandert in Montreal, Kanada, wo die erste etliche Jahre hat er sich beschäftigt bei Schneiderei. Debütiert hat Segal in dem Kanadier Adler um 1916 und sind dann veröffentlicht Lieder, Essayen, literaturkritische Artikel in verschiedenen jiddischen Zeitschriften und Sammelbücher in Kanada und New York. Insicht, die Feder, die Zukunft. So 1918 hat Segal herausgegeben seine erste Liedersammlung von Mein Welt. Was hat gemacht, agit einen Eindruck? In Mischung von den 20er und 30er Jahren hat er sich eine Sache aufgegeben mit verlegerischer Arbeit, gewesen Redakteur von jiddischen periodischen Ausgaben und später wird er ein ständiger Mitarbeiter von dem Kanadier Adler. Segal ist sehr schafferisch und produktiv. Kommt jede 2 Jahre geht er aus eine neue Liedersammlung. Der Dichter Minkow
und wegen Segals Schaffung ungeschrieben Masoi. Segal ist durch auf durch ein jüdischer Poet mit dem Trop auf Jiddisch und dafke durch die deuresdicke jiddische Qualen hat er gekannt zukommen zu der Tiefkeit von poetischen und religiösen Gemüt. Yankev-Yitskhok Segal ist gestorben am 7. März 1954 in Montreal.